Oh, und es ist herrlich durch. Einsame Spitze. Ei, Gude hier, ich bin der Sebastian und heute machen wir Gyrosspieße mit Tzatziki. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran und schaut's euch an. Auf geht's! Bevor es mit meinem Video weitergeht, ich würde mich freuen, wenn ihr einmal meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal seid und ihr euch das Video von mir anschaut. Außerdem hilft es mir bei dem Algorithmus weiter und der bringt meinen Kanal weiter nach vorne, sodass mehr Leute wie ihr meine Videos sehen könnt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß weiter mit dem Video. Hier vor mir habe ich alle Zutaten, die wir brauchen. Wir machen heute unseren Rub selber und zwar habe ich hier schon die verschiedenen Gewürze, die werde ich auch gleich vorstellen. Die werden wir uns schön mischen. Hier habe ich schon das Salz extra drin. Dann machen wir unser Tzatziki. Da habe ich hier ein bisschen Skier, eine halbe Gurke, eine halbe rote Zwiebel mit anderthalb Zehen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl. Dann habe ich hier noch für die Spieße nachher nochmal eine halbe Zwiebel, ein paar Peperonis. Die sind ein bisschen schärfer, ein bisschen ordentlich Bums reinbringen in die ganze Geschichte. Und hier vorne haben wir zwei Kammsteaks vom Strohschwein. Die habe ich in einem Hofladen in Butzbach geholt. Auch hervorragende Qualität. Bin mal gespannt, wie die heute schmecken. Als erstes werden wir jetzt unsere Gewürzmischung zusammenstellen und dafür hole ich euch ein bisschen näher ran. Hier vor mir habe ich nun alle Gewürze, die wir brauchen für unsere heutige Gewürzmischung, für unsere Gyros-Gewürzmischung. Da habe ich jetzt schon genau einen Teelöffel Salz abgemessen. Auf den Teelöffel Salz machen wir einen Viertel Teelöffel Pfeffer drauf. Gefolgt von einem halben Teelöffel Paprikapulver. Das ist rosenscharf. Dann haben wir einen halben Teelöffel Kreuzkümmel. Ein halber Teelöffel Oregano, einen halben Teelöffel Thymian, einen halben Teelöffel Zwiebelpulver und einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat. Das ist unsere Gewürzmischung für heute. Dann verschließen wir das Glas und mischen einfach alles durch. Und dann haben wir hier unser fertiges Gyros-Gewürz. Und ich muss sagen, es riecht fantastisch. Jetzt, wo wir unser Gewürz fertig haben, kommen wir zu unserem Tzatziki. Das muss ja anschließend noch ein bisschen durchziehen, deswegen machen wir das jetzt an zweiter Stelle. Hier haben wir nun die ganzen Sachen, die wir für unser Tzatziki brauchen. Da haben wir einmal hier 250 Gramm Skier. Da kommt auch ein Teelöffel Salz drauf. Da kommt wieder drauf ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Dann habe ich hier ein wenig Knoblauch, anderthalb Zehen Knoblauch und eine halbe rote Zwiebel, ganz fein gehackt. Die kommt auch mit rein. Und dann habe ich hier noch eine halbe Gurke, die kommt ebenfalls mit rein. Und zu guter Letzt kommt noch ein kleiner Schuss Olivenöl dazu. Der soll das Ganze ein wenig geschmeidig machen. Und dann werden wir das Ganze miteinander verrühren. Wenn wir alle Zutaten miteinander vermischt haben, können wir auch erstmal probieren. Es wird nicht so schmecken, wie es wie der finale Geschmack sein wird, weil es noch nicht durchgezogen ist. Aber wir probieren trotzdem mal. Jungs und Mädels, auf euch. Perfekt. Dann stellen wir das Ganze zur Seite und kümmern uns dann um unsere Steaks. In der Zwischenzeit habe ich schon mal den Gasgrill angemacht, weil wir brauchen ja auch gleich ein wenig Hitze, wenn wir mit unseren Steaks hier fertig sind, beziehungsweise wenn sie fertig zubereitet sind und auf den Grill gehen. Ich habe jetzt erstmal vor, die Steaks einmal in der Mitte aufzuschneiden. Am besten so zur Hälfte. Das geht am besten mit einem scharfen Messer. Und dann machen wir aus zwei Steaks einmal vier dünnere. Einmal, dann kommen wir zum zweiten. Ich habe nun alle vier Steaks hier vor mir liegen. Die werden wir jetzt von beiden Seiten mit unserem Rub ein wenig würzen. Ah, oh, die sehen toll aus. Richtig schön marmoriert. Wir werden nicht die ganze Würzmischung aufbrauchen, das wäre zu viel. Aber wenn es gut gewürzt ist, schmeckt es auch gut. Aber zu viel wäre auch schlecht. Wenn wir unser Fleisch nun gewürzt haben, werden wir das Ganze noch einmal in der Mitte teilen, so dass wir acht Steaks haben werden. Nehmen uns dann eine Peperoni, da habe ich schon den Strunk abgeschnitten, und wickeln diese dann ein, so dass es so aussieht. Und das werden wir jetzt mit den anderen sieben auch noch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier habe ich nun acht Röllchen vor mir liegen und habe zwei Spieße. Da werden wir als erstes ein Stück Zwiebel aufspießen, gefolgt von einem der Röllchen. Dann wieder ein wenig Zwiebel und wieder ein Röllchen. So, dass wir dann zum Schluss jeweils zwei Spieße, vier Röllchen und vier Stückchen von unseren Zwiebeln drauf haben. Und dann gehen wir jetzt rüber an den Grill und legen unsere Spieße auf. Der Grill ist eingestellt auf irgendwas zwischen 200 und 250 Grad. Das ist im Prinzip egal, wie hart der angeheizt ist. Und dann legen wir unsere Spieße drauf. Oh, und das zischt auch schon schön.
Dann schließen wir das Ganze wieder. Wir werden jetzt alle 2-3 Minuten nochmal reinschauen, werden die Spieße drehen, so lange bis sie gut sind und treffen uns dann gleich wieder am Tisch, wenn wir alles zusammenbauen und unsere Spieße genießen werden. Also, Zeitraffer an, gleich geht's weiter. Und hier vor mir habe ich nun die schönen, leckeren Spieße liegen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll die aussehen. Hier dazu noch unser leckeres Tzatziki, einfach hervorragend. Dann werden wir die Spieße entfernen. So, oh, das sieht richtig lecker aus. Und dann geben wir noch einen kleinen Spuzer von unserem Tzatziki dazu. Und das sieht hervorragend aus. Und dann werden wir das Ganze mal probieren, ob das überhaupt wirklich so gut schmeckt, wie es ausschaut. Da werde ich mir mal hier so ein Stückchen abschneiden. Oh, und es ist herrlich durch, richtig zart, sieht richtig gut aus. Und Jungs und Mädels auf euch. Oh, richtig lecker. Die Gewürzmischung richtig super, passt super zum Fleisch. Das Fleisch richtig schön zart. Dazu noch das Tzatziki, einsame Spitze. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Da sind wir nun auch am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen, wie ich das heutige Gericht zubereitet habe. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ein Abo ist kostenlos und verpflichtet zu gar nichts. Einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns, wenn ihr es wieder wollt, am Sonntag 9.45 Uhr wieder, wenn es heißt, der Sebastian grillt, Barbecue Oberhessen. Bis dahin, Servus, euer Sebastian.